Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Sun Heaven. Gefahren im Norden, was muss ich da noch machen? Ich muss in den Wäldern des Nordens trotz der Dunkelheit reisen und den Weg in die Stadt des Bittergates. Ja, das mache ich später. Ich kann jetzt nur eine Baustelle bearbeiten. Ist so. So. Meine Baustelle ist jetzt erstmal June. Kommst du mal raus da? Hallo. Ach, immer dasselbe. Ja, nee, weil die nördlichen Wälder sind andere. Heute muss ich mich auch um 17 Uhr mit June treffen und morgen ist das Laternenfestival. Ach, basteln, Handschuhe. Ich hab doch. Hab doch zarte Handschuhe gemacht. Hat er die nicht eingesammelt? Tausendfüßer. Tausendfüßer tinkelt. Monsterschmuckstück, das als Trophäe zum Gedenken an den Sieg gefallen lassen wird. Wird sich gut im Museum machen. Ja, jetzt darf ich auch noch zum Museum latschen oder was? Irgendwas ist immer. Hallo. Hallo Misato, ich habe gehofft, euch zu finden. Hätten Sie Interesse an einer Stadtumfrage? Ich werde beißen. Zeigen Sie mir die Umfrage. Was? Ich werde beißen. Okay. Ausgezeichnet. Ich bin froh, dass du dir dass dir das nicht ausmacht, dir die Zeit zu nehmen, um zu helfen. Manchmal sind die Leute zu beschäftigt für so etwas, aber das ist auch in Ordnung. Sun Heaven so gut wie möglich zu machen, ist ein großer Teil der Gründe, warum ich alles tue, was ich tue. Also zählt jede Stimme. Ah, wie auch immer. Die Umfrage besteht eigentlich nur aus einer Frage. Aber was haltet ihr vom schwarzen Brett der Stadt? Es ist großartig, ich muss nicht so viele Menschen ansprechen. Es ist eine großartige Möglichkeit zu sehen, wer in der Stadt Hilfe braucht. Du sagst also, dass du der Sache ziemlich positiv gegenüberstehst. Das ist gut zu hören, Misato. Ich glaube, dass gegenseitige Hilfe der beste Weg ist, eine starke Gemeinschaft zu bauen. Warum machen sie diese Stadtumfrage? Es ist wirklich nichts. Ich mag es, von Zeit zu Zeit kleine Dinge vorzubereiten, nur um zu beurteilen, wie sich die Bürger von Sun Heaven zu bestimmten Themen fühlen. Du machst so viel? Ich nehme an. Ja. Ach, das ist nicht unbedingt etwas für meinen Job. Es macht mir einfach Spaß zu wissen, wie jeder über bestimmte Dinge denkt. Sicherlich hilft es als Berater. Aber es ist auch einfach schön, die Gedanken und Gefühle aller zu erfahren. Also spirituell, ne? So spirituell. Hat er doch noch eine Lotusblume da, bitte. Ja, Lotus. Jederzeit. Wie viele Herzen haben wir jetzt eigentlich schon mit ihm? Zeig doch mal. Theoretisch. Okay, wie hast du jetzt die anderen Herzen freigeschaltet? Mal hingegeben, Date gemacht. Dann ja. Da, wo sie weggehen, dann das Date gemacht in ihrer Hütte. Okay. Und dann den Liebesbrief gegeben. Okay. So, jetzt schnüffeln wir mal ein bisschen rum. Spring Rolls, Sesam Rice Buds, Chicken Noodle Soup, Spaghetti. Sunflowers. Alles klar, jetzt schnüffeln wir hier mal so ein bisschen. Kühlschrank kann man nicht schnüffeln. Wir können nicht rumschnüffeln im Kühlschrank. Ja. Dann haben wir hier noch ein Buch. Ja. Das können wir aber noch nicht lesen. Das ist nämlich sein Tagebuch. Das können wir erst später tun. Ja, wir dürfen also einfach um 17 Uhr das Date nicht vergessen. Es ist so einfach, die Geschichte. So, ist die Kitty da? Da vielleicht die Tüte. Ja, guck mal, die hat schon das Fragezeichen. Weißt du, was mir jetzt wirklich gut tun würde? Wenn jemand mir ein Trenchnut bringen könnte. Ich werde nicht gierig sein. Nur 5 Trenchnut werden reichen.
Du wirst meine unendliche Dankbarkeit haben und eine kleine Belohnung für dich. Das ist Strange Nut. Was ist es? Okay. Scheinbar habe ich es ihr schon gegeben. Also, die Dinger. Ich glaube, das waren die, die ich da im Wald gefunden habe, oder was? Ach, was. Das steigt doch keine Sau mehr durch. Jetzt kann ich erstmal wieder dahin rennen und die blöden Handschuhe holen, weil ich die vergessen habe. So wird nichts fertig hier. Oh Mann. Arbeiten auf höchstem Niveau, Misato. Bibliothek muss ich. Schubidubidu, schubidubidu. Gehen wir hier um die Ecke, danke. 17 Uhr, 17 Uhr, 17 Uhr, 17 Uhr, 17 Uhr, 17 Uhr. Nicht vergessen, nicht vergessen, 17 Uhr. Ist auch heute so richtig gesprächig. Ja. Also wirklich, das ist der Wahnsinn. Weil wenn alles so ruhig ist und hier nur alles rauscht, dann und man nicht geschlafen hat nach der Arbeit, ist das ganz toll, wenn keiner was sagt. Du bist wegen des nevarischen Texts hier. Das hier hat mich bereits darüber informiert, dass dir alles erlaubt ist. Den Text zu lesen. Leider kann ich nicht widersprechen. Oh, danke. Ja, das ist schließlich mein Job. In Ordnung, hier ist es. Uff, es ist wirklich alt. Schau mal, was da steht. Tel Ati Sendura Lesus Teles Antala Bashora Mara Eso Uluris. Alles klar. Ich hab's verstanden, ja auch. Jupp, ich verstehe dieses Wort. Ich verstehe in diesem Buch kein einziges Wort. Und du? Es sieht aus wie Kauderwelsch. Es ist nicht Kauder. Sie sind Wörter. Wenn in einer anderen Sprache geschrieben. Sieht so aus, als hätten sie all die Probleme für ein Buch durchgemacht, das keiner von uns lesen kann. Ist das nicht lustig? Nun, ich finde es lustig. Ich muss wirklich wissen, was in dieses Buch sagt. Also gut, verliere deine Haare nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier steht. Aber ich kenne einen Elfen, der hier in St. Heaven lebt. Er trinkt fast immer in der Taverne. Es ist bestimmt nicht, aus Nevari oder so. Aber vielleicht kannst du ihn suchen und sehen, ob er sich einen Reim darauf machen kann. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ich werde mit ihm sprechen. Also bup, Isebab, Schodebub. Also Loop. Schub. Okay, ja, gut. Ich habe mal wieder ein paar Punkte zu vergeben. Ist das nicht schön? So, dann gehen wir jetzt in die Taverne. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Außer mit da schon in die Kneipe zu gehen und einzuzitschen. Oh, immer noch eine süße Katze. Ah, ja. Und gekauft. Ja, nur Katzen, das geht nicht anders. Das muss sein. Ja, lauf doch an der Taverne vorbei, echt. Ja, die Pferde müssen hungrig haben, das glaube ich sofort. Guten Tag auch. Ich bin's, Misa. Edwin. Misa, du. Ich spüre, dass du nicht hier bist, um Smalltalk zu halten. Was kann ich für dich tun? Ich brauche einen varianischen Textübersetzer. Kannst du mir helfen? Das ist furchtbar anmaßend von dir, Bauer. Du denkst nur, weil ich dein Elf bin, heißt es, dass ich eine Ware spreche, hm? Kennst du jede Sprache, die von deiner Rasse gesprochen wird? Jede Rasse hat ihre eigene Kultur und die Nevarianer sind so unterschiedlich wie nur möglich. Wirklich zurückgezogen und in allen Gewohnheiten verhaftet sind sie.
Und ich, meine Familie stammt aus einem ruhigen Fischerdorf außerhalb der großen Stadt. Was ich dir damit sagen will, Farmer, ist, dass ich dir nicht helfen kann. Tut mir leid, sie zu stören. Alles klar. Glaube aber, er sagt nicht die Wahrheit. Er sagt einfach nicht die Wahrheit. In meinem Haus ist es abends schon zu dunkel. Kann mir jemand eine schöne Lampe machen? Ich denke, eine Holzfackel würde gut in mein Haus passen. Vielen Dank im Voraus. Kein Problem. Könntest du mal, ob ich sprechen oder so? Oh Mann. Kannst du mal eine Holzfackel machen, bitte? Danke. Bist du in der Mine? Fischen. Bist du fischen? Ja. Okay. Jetzt muss ich noch 18.000. Weil ich muss jetzt da nochmal zurücklaufen, verstehst du? In die Bibliothek. Ich hab ja auch sonst nichts zu tun. Ja, lauf doch in die Bäume rein. So. Verrückt. Ich denke, ich kann tatsächlich jemanden kennen, ne? Was? Okay. Fragen Sie an. Nach den Steinzungen. Ach, Anne ist die. Ach, ich muss Anne fragen. Jetzt bin ich hier zurück in die Bibliothek und ich muss aber Anne fragen. Ach man, das ist doch alles. Wo ist denn die? Können die nicht einfach mal in ihrem Zuhause bleiben? Dann muss man die nicht den ganzen Tag suchen. Das ist echt ätzend. Im Haustierladen ist er. Ich komme. Da ist der Haustierladen. Hallo, Anne. Was ist das? Ein Stein der Zungen. Nun ja, natürlich weiß ich, was das ist. Ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit bei einer Auktion erworben. Einer absolut seriösen Auktion, natürlich, natürlich. Es war eine ziemliche Investition, also bin ich entschlossen, mein Geld wert zu sein, sobald ich einen Käufer gefunden habe. Was, wirklich? Ihr braucht es? Für eine Aufgabe, die euch Elios, der Sonnendrache, selbst gegeben hat? Also gut, hört zu. Ich habe euch jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich habe das Gefühl, dass ich euch vertrauen kann, Misato. Wenn ihr bereit seid, etwas für mich zu tun, werde ich euch sogar vorläufig leihen. Klingt das fair? Also, hier ist der Deal. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo der Stein im Moment ist. Keine Sorge, er ist versteckt und sicher. Ich weiß nur nicht genau wo. Hier ist ein Händlergeheimnis. Halte deine guten Sachen versteckt. Ich lasse Duke im Wald laufen und alle meine wertvollsten Stücke verstecken. Er ist gut im Graben, aber sein Gedächtnis ist schlecht. Also ist das Wiederfinden immer ein Prozess. Geh los und finde meine Schätze. Und ich leihe dir den Stein. Einverstanden? Großartig. Sucht einfach in irgendwelchen gestörten Dreckshaufen im Wald und in der Stadt herum und bringt mir meine Waren zurück. Klingt für mich fair genug. Darf ich immer wieder durch die Gegend laufen und den Scheiß suchen, meine Fresse. Ich versteck meinen Scheiß, aber ich weiß nicht wo. Irgendwas ist immer, ne? Irgendwelchen Dreckshaufen. Ah, Post habe ich auch. Ich werde mich kurz fassen. Ich habe nichts gegen dich.
Wenigstens so viel. Du bist immer noch ziemlich nervig, aber du kannst in der Bibliothek rumhängen, wenn du willst. Geh mir nur nicht auf die Nerven, Amanda. Ist immer so höflich, ne? Ja. Ist so, ach. Dafür, dass sie in einer Bibliothek arbeitet, ist sie richtig entspannt. Im Umgang mit Kunden. So, irgendwo sollen die sein. Da sind die Haufen. Da sind die Kacki-Haufen. So. Einsammeln. Soll das einsammeln? Hallo? Soll das einsammeln? Okay. Wieso kann ich das nicht einsammeln? Ach, mit der... Stress. Ein Sack voller Schätze. Ein Sack voller Schätze. Oh, das ist der Mutti-Baum. Komm her, Mutti-Baum. Eine Little Leaf. Kennt ihr den Film Epic? Also den Zeichentrickfilm? Zeichentrick? Nennt man das noch so? Oder ist das Animation? Keine Ahnung. Das ist toll, der Film. Und die haben die Leafman. Die beschützen immer alle, ja. So ist das. Lasst mich einfach in Ruhe. Hm? Aua, aua, aua. Genau, irgendwo, da ist ein Kackehaufen. Jetzt muss ich ja nochmal so töten, ey. So. Gehen wir hier nochmal hoch. Ist hier noch irgendwie ein Haufen? Ein Haufen zu verkaufen. Nicht einfach in Ruhe. Ich mag euch nicht. Da ist noch der letzte Haufen. Dann haben wir alle vier zusammen. Das ist Juti. Den nehmen wir natürlich auch mit. Im Beutel. Und das Buch auch gleich. Das Buch gibt man nach. Fünf von denen schleppt die im Inventar rum. Verstopfen wir mein Inventar, statt das mal irgendwie. Ne? Ja. So bin ich. Ja. Eigentlich müsste ich teleportieren können, ne? Was man braucht. Teleportation. Teleportation mich mal zurück. Hallo? Wie teleportieren? Wieso machst du das nicht? Ich kann nicht! Achso, okay. Dann müssen wir doch zu Säule reiten, weil von 100 Mana sind wir doch noch ein Weilchen entfernt. Das ist, ja. Gut. Jetzt müssen wir die Anne wieder suchen. Damit wir ihr ihre Schätze geben können, damit wir unser Gedöns kriegen, was wir brauchen, damit wir das Buch lesen können. Nicht wahr? Aber es ist schon wieder 6.10 Uhr. Was, der Tag ist gleich schon vorbei. Wo rennt die Zeit eigentlich hin? Geht so schnell vorbei, die Folgen, das ist echt nicht mehr wahr. Ja, bleibt doch am Baum hängen. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest nur ja, bleib mir am Baum hängen. Du bist so. Du bist echt. Ich habe Jens vorhin gefragt, mal so, ne, ob ich nicht manchmal nerve so mit meinem ADHS, weil manchmal da bin ich echt so, ne? Total aufgedreht und kann die Klappe nicht halten und singe dann im Auto mit oder laber den ganzen Tag irgendeinen Käse vor mich hin. Und dann sagt er, nö, ich höre dir einfach nicht zu. Ist doch nett. Nee, ist zu Hause. Glaube ich. Ja. Manchmal höre ich mir selber auch nicht zu, also davon mal abgesehen. Dann nicht auszuhalten. Wenn man sich den ganzen Tag selbst ertragen muss.
Und die ist zu Hause, ne? Ist zu Hause, ne? Da komme ich nicht dran. Kannst du nicht mal rauskommen? Ich will dir was geben. Hallo. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich für heute nach Hause und dann muss ich da morgen weitermachen mit dem Kram. Ach ja. Eine Muku. Aber die finde ich nicht so süß. Deswegen kaufe ich immer Katzen. Das Tierfutter noch in den Stall bringen. Habe ich Geschenk gekriegt von Kitty. Weil ich ihr ihren Kram wiedergebracht habe. Ich muss mehr Questen oder irgendwas machen. Ich krieg kein Gold zusammen. Oder zumindest ist das so, wenn ich so viel Questen mache, dass ich da kein Gold so viel rankrieg, weil ich halt eben Questen mache. Und nicht so viel arbeite. Hallo, ich habe hier Tierfutter für euch. Ist das okay? Super. So, dann, brauche ich bestimmt ein zweites Regal oder passt die Katze da noch mit drauf? Passt du da noch mit drauf, Mutzi? Nee, die Mutzi passt da nicht drauf. Die kann ich hier auf den Tisch legen. Guck mal, wie süß. Wie süß sie ist. Entscheiden. Weiß ich nicht. Fischernetze. Wo würden die denn gemacht werden? Ja, aber in die Kirche kann ich in links machen. In was? Da angeln steht das. Das ist ertragreiche Ernte. Jedes Fischernetz erhöht die Gegenstände. Ja. Und Webstuhl. Jetzt habe ich wieder Holz gemacht und das Holz ist weg und ich kann wieder kein... Ich habe kein Holz genommen. Kein Dings machen. Kein... Bums hier, kein Bienenstock. Wo sind denn die Netze? Stiebstuhl, sagst du. Stiebstuhl. Ich gucke. Da sind sie doch. Ich kann wieder was einnehmen. Ein großes Fischernetz und ein kleines Fischernetz. Brauchen wir Holz für. Also Bretter. So. Ich muss jetzt gucken. Kann ich jetzt den Bienenstock machen? Bitte. Nee, immer noch nicht. Auf 40 Holz. Holz. Aber wenn ich jetzt Holz habe, kann ich gucken, ob ich vielleicht erstmal ein Fischernetz machen kann. Ja. Ich kann erstmal das kleine Fischernetz machen. Das kann bis morgen. Psst. Bis morgen fertig werden. Damit ist dieses Video auch schon wieder zu Ende. Ich weiß. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie schnell die Zeit rennt, ne? Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann. Tschüss.